Und ein herzliches Willkommen zurück zu Silence mit von Nöhr Gameplay, das Hobby, das bin ich. Es hat angefangen zu regnen. Ja. Keine Ahnung, was wir jetzt eigentlich noch machen müssen hier unten. Ach ja, doch, zum Hafen, logischerweise. Tschüss, Zirkuszelt. Wir gehen jetzt. Wir wollten uns ja am Hafen treffen, genau, stimmt. Das heißt, wir gehen jetzt ganz schnell durch zwei Ladebildschirme. Mega schnell. Da ist ja schon wieder ein Lumi. Wo kommt der schon wieder her? Da ist einer. Oh, weg. Da ist einer und war einer. Direkt mal weiter. Da war noch mal kurz. Er kichert nur. Okay. Obst mag er wohl auch nicht. Fisch auch nicht. Alles klar, dann gehen wir weiter. Und der nächste Ladebildschirm. Und jetzt laufen wir eigentlich nur um die Ecke und dann ist mit Sicherheit auch wieder ein Ladebildschirm. Klar. Aber vielleicht können wir irgendetwas mit einem Spot machen. Okay. Kannst du schwimmen? Ich nur mit Schwimmreifen. Okay, dann gehen wir mal weiter zum Hafen. Hier müssen wir durch, Spotty. Und dann ist es nicht mehr weit zum Hafen. Ja, dann geht doch. Das ist das Tor zum Hafen. Ach so, Wasser. Okay. Oh, das ist ja noch viel besser als ein Schwimmreifen. Oh, da sind wir ja Ewigkeiten unterwegs. Sogar mit einer Kanone an Bord. Wow. Alles okay mit dir, Rini? Oh, schau, da kommen sie. Wer? Sam und Janus, da! Mit einem Rattenschwanzsuchern hinter sich. Sofort ab. Ich muss nur noch das Schiff klar machen. Oh. Hilf uns mal, Scotty. Spot mit der Zunge draußen, ey. Ja! Ja, gut gemacht, Spotty. So, die Segel sind gesetzt. Oh! Aber wir sind auch da fest. Da stimmt was nicht. Anker und das und der Tau. Verdammt. Sam und Janus sollen mit. Das ist der Anker. Rini, send me. Wir müssen ihnen helfen. Nein, wir müssen uns beeilen. Hier geblieben. Kyra.
Ihr habt wohl gedacht, ich bleib ewig versteinert, was? Gedacht nicht, aber gehofft. Geh weg, du kannst uns nicht aufhalten. Stimmt, Cedric? Her mit dem Splitter! Nein, den brauchen wir. Wir müssen Silence zerstören. Niemals! Ich bin die Königin, ich bestimme! Ich lege das Schicksal von Silence nicht in die Hände eines Kindes. Runter vom Schiff! Was? Ihr sollt den Anker werfen und runterkommen. Den Splitter könnt ihr bei mir lassen. Dann geht ihr darüber und löst Janus und Samuel ab. Vergiss es. Ich habe hier eine Kanone und ich weiß, wie man sie abfeuert. Und was willst du damit machen? Dich reinquetschen und zum Thronsaal schießen? Das ist ein Rebellenschiff und ihr seid Royalisten. Also runter von meinem Schiff. Nein, runter vom Tau. Lass uns in Ruhe. Ich zähle bis drei. Dann schieße ich das Tor auf und hetze die Sucher auf dich. Nein! Sam und Janus sind doch dort! Keine Angst, Hochwohlgeborenheit. Das macht er ja doch nicht. Wieso so einen Spot zu Kira schicken? Nimmt es nicht persönlich. Ja, sie wollte ja nicht hören. Was hast du gemacht? Das Richtige. Ich weiß nicht, inwiefern uns Spot da weiterhelfen hätte sollen. ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre das einzig Wahre. Sie ist jetzt natürlich eingeschnappt. Wieso hast du das gemacht? Wie konntest du nur auf Sam und Janus schießen? Ich habe auf das Tor geschossen, nicht auf sie. Das ist doch dasselbe. Spätestens wenn du den Spiegel zerschlägst, verschwinden sie sowieso, genau wie der Rest von Silence. Du bist feige. Noah würde alles für mich tun. Alles! Noah kann im Moment gar nichts tun. So sieht's aus. Du bist ein blöder Clown, genau wie Noah immer gesagt hat. Ach, hat er das? Ich will nicht länger mit dir unterwegs sein. Ich will zu Noah. Na los, zeig mir den Thronsaal. Mach doch was, du nutzloses Ding. Ja, das können wir jetzt natürlich auch nicht so belassen, ne? Also versuchen wir es zu trösten. Das habe ich doch alles gemacht, weil ich dich zu Noah bringen will. Dafür bin ich hier. Pass auf, ich setze den Kurs und bring dich zum Spiegel. Der kleine Schlummert da. Und zu wem hat er das jetzt gesagt? Winnie ist doch gar nicht hier. Der Splitter zeigt den Weg zum Thronsaal durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Welches Licht erleuchtet das Meer mit Hoffnung? Kein Licht weit und breit. Nur eine Wolkenwand. Ich probiere einfach mal was. Ja, finden wir vielleicht den Polarstern oder sowas? Da. Ist ein Leuchtturm. Das Licht der Hoffnung, dass das Meer erleuchtet. Na klar. Hast du gehört, Rini? Wir müssen zum Leuchtturm. Kennst du den Leuchtturm, Spotty? Ich auch nicht. Aber ich kenne was viel Schöneres. Den Mond. Oh, schau nur, wie riesig er ist. Spot? Wo bist du hin? Spotty! Hä? Toll! Ich will auch
fliegen. Aber wie? Wow. Okay. Wow. Wow. Boah. Hui. Okay. Vielleicht hätte ich doch nicht mit der Kanone schießen sollen. Hab dich! Los, nochmal! Achso, jetzt muss ich... Okay. Ah, es gibt einen extra Schub. Wow! Hurra! Hurra! Ist nicht ganz so leicht zu lenken. Das war nicht so gut. Träumt die das jetzt, oder? Ich lasse die Kamera jetzt mal aus, weil ist ja sowieso ständig irgendwas. Ich gebe die Vorsprung, Spot, du bist zu langsam. Ich krieg dich, Spotty. Passt bloß auf, ihr Wolken, jetzt scheuche ich euch weg. Alle. Na gut, mach mal mit der Kamera an. Hallo. Also noch einmal das Ganze. Hab dich schon, Spot. Geht doch. Bin einfach zu schnell im Fliegen. Jetzt wird sie wahrscheinlich Seines doch nicht mehr retten. Okay. Ich wusste es doch, geträumt. Kapitel 3. Wahrscheinlich Kapitel 3 fertig, oder? Ich weiß nie, was es heißen soll. Entweder fertig oder wir sind jetzt in Kapitel 3. Auf jeden Fall ist hier der Leuchtturm. Spot, wo bist du? Komm runter, Renee, komm! Aber Spot ist weg. Wir müssen ihn suchen. Komm jetzt, wir sind kurz vorm Ziel. Oh je, da. Gut gemacht, kleiner Hüpfer. Noch kann ich nichts machen. Sie wollen den Splitter. Was soll ich machen? Ihn zuwerfen? Nein, lauf zum Leuchtturm. Schnell! Und du? Mir wird schon was einfallen. Geh jetzt. Nein, ich lass dich nicht allein. Geh zu Noah, Rini. Zerschlag den Spiegel. Lauf los! Ja, ihr folgen sie ja eigentlich nicht. Oha, ich kann nur Opfere dich antippen. Das ist natürlich ein bisschen heftig. Also zumindest klingt es heftig. Mal gucken, was passiert. Opfere dich. Hey, ist das dein Kopf oder hat sich dein Hals gerade übergeben? Wieso arbeitest du nicht auf einem Fischkutter? Als Gestank? Hat euch schon mal einer gesagt, wie überflüssig ihr seid? Wie Einbeinige auf einer Arschtrittparty. Party.
Frage ist nur, was machen die mit einem? Achso, die werden dann selbst zum Sucher. Okay. Immerhin konnte man sehen, was passiert, wenn einen Sucher erwischt. Als jeder Sucher, der hier anscheinend rumläuft, war mal ein ganz normaler Silence-Bewohner oder sowas. Immer noch Video. Tschüss. Irgendetwas lässt sich schon finden, Winnie. Zum Beispiel die Luke, aber die geht wohl nicht. Bestimmt kommt gleich Spot vorbei. Sedgwick und Spot, wie soll ich mit ohne euch denn nur weiterkommen? Aber hier gibt's wirklich nichts. Ah, okay. Shana hat gesagt, der Splitter zeigt den Weg. Durch das hoffnungslose Lichtermeer oder so. Lieber Stern, wo der Thronsaal ist, wüsste ich gern. Na los! Oh, wie schön! Muss ich lenken? Oh, tatsächlich. Also welcher Stern ist es? Er nicht. Der da, ne? Nee, auch nicht. Hä? Was ist denn jetzt los? Das Ende des Spiegels, hä? Okay. Wow, das machst du echt toll, Splitter. Ein Ausweg. Danke, Splitter. Aber das sah eben gerade aus wie eine Fliegerbombe. Tolles Sternbild. Ehrlich. Da will man doch tatsächlich wieder zurück in die Realität. Ja, wie komme ich jetzt darüber? Achso, hier gibt's noch mehr. Ihre Symbolik so gesehen, was sie alles gerne, was sie sehr gerne hat oder sowas. Okay.
Wo haben wir noch mehr Sterne? Dort. Da unten der blaue ist es auf jeden Fall. Nein! Mist! Ich hab dich da getroffen. Okay. So, die nerven. Ich wünschte, Sedwick könnte das sehen. Schön kannst du malen. Also wir hatten jetzt eine Bombe, wir hatten Flügel und wir hatten hier, haben jetzt der Trick. Haben wir noch irgendwo Sterne? Ah, da. Wo kommen die denn jetzt her? Tschüss! Lass mich in Ruhe! Da kommt doch bestimmt gleich nochmal einer. Außer ich schaffe es. Hab's wohl geschafft, nehme ich mal an. Du bist wieder da! Hatte Spot. Das ist wirklich cool gemacht. Ein Lichtschloss. Das ist cool. Das meine ich. Das Spiel ist richtig klasse gemacht. Also mir gefällt es mega. Also es ist echt schön, auch wenn es kein Actionspiel oder sowas ist. Wie oft will ich das eigentlich noch sagen? Es ist ein schönes Spiel, mir gefällt es. Und die Effekte sind cool. Die Idee ist echt klasse, die dahinter steckt. Das ist, gefällt mir einfach. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr könnt es mir gerne mit einem Daumen nach oben zeigen, dass es euch auch gefällt. Und mit einem Abo und ja, wir sind bei 22 Minuten. Also das war's mit Silence und von Löhr Gameplays als Hobby. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meiner YouTube-Seite, auch mit den anderen Videos, die ich habe. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss.